Der Campingplatz Camping Sternberger Seenland befindet sich in der Ortschaft Sternberg, rund 35 Kilometer östlich von Schwerin. Der Campingplatz liegt im Sternberger Seenland und direkt am Lukower See. Insgesamt bietet er 130 Stellplätze für Wohnwagen, Wohnmobile, aber auch Zelte. Die Anmeldung erfolgt an der Rezeption. Nach Check-in könnt ihr den Platz über die Schranke befahren. Die Stellplätze sind alle zwischen 80 und 100 Quadratmeter groß und in drei Kategorien unterteilt. Die Stellplatzgebühr unterscheidet sich je nach Kategorie und Personenanzahl. Wählen könnt ihr zum Beispiel einen Platz aus der Kategorie Sonnige Mitte. Diese sind recht zentral und daher dicht am Sanitärgebäude, Kinderspielplatz sowie den Aufenthaltsräumen. Die zweite Kategorie befindet sich am Waldrand. Hier habt ihr sonnige, aber auch schattige Plätze in der Nähe vom Wald. Die dritte Kategorie ist die Seeterrasse. Diese Plätze sind mit Pflanzen parzelliert und bieten direkten Blick auf den Lukower See. Alle Plätze sind auf Rasen angelegt, sodass es leider nicht ausbleibt, dass der Untergrund sandig sein kann. Wir standen auf einem der Terrassenplätze und fanden vor allem die Parzellierung und den Blick auf den See sehr gut. Die Sanitäranlagen können kostenlos genutzt werden. Ihr findet hier einen Damen- und Herrenbereich. Die Toiletten sind in einem separaten Raum. Die Duschen und Umkleiden befinden sich in einem weiteren Raum. Die Duschen sind kostenlos, allerdings zeitlich auf 3 Minuten begrenzt. Ihr könnt die Duschzeit aber pausieren. Ebenfalls am Sanitärgebäude findet ihr einen Raum mit Waschmaschinen und Trockner, die ihr gegen Gebühr nutzen könnt. Um euer Geschirr abzuwaschen, findet ihr dort auch eine Waschküche. Die Fähr- und Entsorgungsstation befindet sich ebenfalls beim Sanitärgebäude. Hier könnt ihr eure Kassettentoilette entleeren und wenn ihr mit dem Wohnmobil reist, gibt es hier auch einen Bodeneinlass für euer Grauwasser. Zur Müllentsorgung findet ihr auf dem Platz auch einige Müllcontainer. Für Kinder ist der Platz auch ideal. Es gibt einen großen Spielplatz, Aufenthaltsräume, in der Hauptsaison wird auch ein Animationsprogramm angeboten und es gibt einen eigenen Badestrand. Dieser ist natürlich auch für die großen Gäste gedacht. Für die Hunde gibt es auch einen extra Hundestrand. Und wenn ihr Angler seid, so gibt es auch verschiedene Angelstellen. Im Rezeptionsgebäude gibt es einen kleinen Shop. Hier erhaltet ihr auch jeden Morgen frische Brötchen. Ebenfalls gibt es am Campingplatz einen Bootsverleih, wo ihr Ruder- und Tretboote, aber auch Subs ausleihen könnt. Wenn ihr kein eigenes Campingfahrzeug habt, habt ihr auf dem Campingplatz Sternberger Seenland auch die Möglichkeit, eine Unterkunft zu mieten. Wir haben uns auf dem Campingplatz sehr wohl gefühlt. Schreibt uns in die Kommentare, ob ihr schon da wart und vergesst nicht, ein Abo auf unserem Kanal zu hinterlassen, um über weitere Videos von uns informiert zu werden.